Hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Tutorial-Reihe. Mit diesem Video möchte ich das Ganze wiederbeleben und möchte erstmal meinen Grundstein hier legen, was ich gleichzeitig als Tutorial verbinden werde. Mein Grundstein ist nämlich erstmal diese große Flat-Karte, habe ich aus Sandstein gemacht. Ich habe einfach die alte Super-Flat-Karte genommen und einfach die Erde und das Gras durch Sandstein ersetzt. Und was ich auf jeden Fall auch immer gern hätte, ich habe da schon ein bisschen was vorbereitet, ein paar Items, ist eben nämlich, dass ich will, dass wenn die Sonne irgendwann untergeht, irgendwann auf der anderen Seite ist, dass sich der Tag zurücksetzt. Und ich will nicht jedes Mal Folgendes eingeben. So könnte man ja theoretisch das Ganze zurücksetzen. Zack. Und das will ich nicht jedes Mal machen. Also nicht selber jedes Mal. Deswegen behelfe ich mir mit einem Befehlsblock, wie es so schön auf Deutsch heißt. Zu Englisch Kommandoblock. Kriegt man, gibt es nicht im Creative Inventar, muss man sich folgendermaßen holen. GIF, also mir. Die, das ist folgende ID, 137 und dann einmal. Zack. Achso, ja, in Zukunft wird das nicht mehr unterstützt. Ja, das ist jetzt gerade etwas uninteressant. Ich wollte jetzt einfach bloß einen Befehlsblock haben. Kann ich dann hier aufbauen. Und dann kann ich jetzt meinen Befehl eingeben, den es irgendwann ausspucken soll, wenn das Ganze per Redstone-Signal aktiviert wird. Also sprich, ich mache den Befehl jetzt timeset 0, so wie ich es vorhin eingegeben habe. Da brauche ich jetzt keinen Slash. Gebe ich jetzt hier ein. So, jetzt habe ich den Befehl gesetzt und jetzt könnte ich hier theoretisch, könnt ihr mal hier einen Knopf nehmen. So, und jetzt, wenn ich auf den Knopf drücke, zack, dann wird das Ganze wieder zurückgesetzt. Zack, und wieder zurückgesetzt. So, jetzt will ich aber nicht, dass ich da jedes Mal jetzt hinlaufen muss, um dieses Signal wieder zurückzusetzen, also um die Zeit wieder zurückzusetzen. Deswegen behelfe ich mir folgendermaßen. Es gibt hier noch diesen netten Tageslichtsensor. Kann ich ja mal kurz zeigen. Der gibt ein Redstone-Signal aus, je nachdem, wie stark gerade die Sonne leuchtet. Hier leuchtet es immer noch. Hier leuchtet es gerade nicht mehr. So, Moment. Habe ich gerade noch. So, mit dem sieht man es nämlich schöner. Zack. Hier leuchtet es noch, hier leuchtet es gerade nicht mehr, hier auch nicht, hier auch nicht. So, wenn wir jetzt noch ein bisschen warten. Ich hoffe, es ist noch nicht hell genug. Müsste irgendwann das mittlere auch angehen. Zack, genau. Sonne ist weiter höher, das Lichtlevel ist gestiegen. Demnach auch das Redstone-Signal vom Tageslichtsensor. Genau das mache ich mir zunutze. Wenn wir jetzt noch länger warten würden, dann würden die anderen beiden jetzt auch noch angehen. Aber das braucht es jetzt gerade nicht. So, was wir jetzt brauchen werden, nehmen wir den Tageslichtsensor und es wird ungefähr dunkel ab einer Lichtstärke von 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und da setze ich jetzt hier meinen Block dran, der mir das Signal invertiert. Aber wenn ich das jetzt hier ansetzen würde, würde es das sofort aktivieren. Will ich aber nicht. Ich will ja erst ein Signal haben, wenn das Signal eben zu schwach ist. Sprich, ich muss das Signal einmal invertieren und dann nimmt einfach einen Inverter. Inverter schaut so aus. Kann ich mal kurz zeigen. Hier kommt ein Redstone-Signal. Hier ist es nicht an. Und hier ist es an. Das ist ein Inverter. Immer so. Beziehungsweise, ich kann es ja mal kurz andersrum machen. Wenn ich jetzt hier ein Signal anlege, dann invertiert das Ganze, sodass hier kein Signal mehr an ist. Okay, nur mal kurz so zum Inverter nebenbei. Gut, sprich, ich baue jetzt hier einen Inverter rein. Zack, natürlich, weil die Fackel kurz an ist, wird es jetzt trotzdem einmal kurz zurücksetzen. Genau, hier sieht man, hat man auch gerade schon gesehen. Hier war gerade kurz auch das Ding nicht an. Oder? Nee, Schmarrn, das war schon an. Muss ja an sein. Sonst wird es ja ständig hier zurückgesetzt werden. Gut. Das Signal wird hier gesetzt. Dann haben wir Timeset 0. Dann wird die Sonne zurückgesetzt. Dann haben wir wieder genug, sozusagen, dann ist wieder genug hell. Also die Helligkeit ist wieder stark genug, damit das Redstone-Signal das hier wieder ausschaltet, damit hier das nicht ständig aktiviert wird und wir ständig Timeset 0 haben. Könnte man auch machen. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen nervig. Vor allem, weil dann ständig dieser Befehl auftaucht. So, jetzt können wir mal künstlich auf Abend setzen. Jetzt muss ich nur schauen. Wo war? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Uhr das war. Ich glaube, das war Mitternacht, oder? Zack. So, es ist abends. Ah, das war vielleicht ein bisschen zu schnell. Setz es mal auf das hier. Okay, jetzt haben wir kurz vor Abenddämmerung. Wir sind noch fröhlich am Bauen. Das Signal ist noch stark genug, damit das hier nicht an ist. Ich schaue mal ein bisschen so hin. Und jetzt sinkt so langsam die Sonne herunter. Es wird Abend. Und
irgendwann und auch der Lichtlevel ab. Okay, das könnte jetzt noch ein bisschen dauern. Ich kann es noch ein bisschen verdeutlichen, indem ich hier den hier mache. Der Lichtlevel hat ja nichts damit zu tun, wie stark das ist. Zack, das ist ausgegangen. Das habe ich ganz kurz gesehen. Das habe ich sogar besser gesehen, fand ich. Ganz kurz ist es nämlich ausgegangen, weil das letzte Signal nicht mehr stark genug war. Ist das hier ausgegangen? Dem mache ich es. Also sprich, das hier ist aus. Dann ist natürlich auch die Lampe zwangsweise aus, weil es kein Redstone-Signal mehr gibt. So, und das Eigentliche ist ja hier eigentlich, dass der Inverter dann aktiviert wird, wodurch der Command-Block aktiviert wird, wodurch die Zeit wieder zurückgesetzt wird. Okay, gut. Damit hätte ich meinen Grundstein gelegt für meine Tutorial-Welt. Weitere Tutorials werden bald kommen. Wir sehen uns dann bis dahin. Tschüss.